Hallo ihr! Wisst ihr was? Meine Oma Elke hat bald Geburtstag und ich habe ihr was zum Geburtstag gebastelt. Und zwar ist das so ein Bastelspiel aus Japan, das heißt Origami. Vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört. Ich zeige euch mal, was man da machen kann. Für meine Oma habe ich jetzt ein Herz gebastelt. Das faltet man nämlich ganz ohne Kleber. Und ich habe sogar drauf geschrieben, ich liebe Oma. Das ist für Oma. Man kann noch was damit machen, also man kann ganz viel damit machen. Zum Beispiel auch das da. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber das ist ein richtig cooles Spiel. Das erkläre ich euch gleich. Erstmal zeige ich euch, wie man das bastelt. Ihr braucht ein Papier mit 4 gleich langen Seiten, also ein Rechteck, das man gut falten kann, also keine Pappe oder so. Ich nehme jetzt ein anderes, da habe ich schon dran geübt. So. Und dann geht's los. Ihr legt es so hin, dass die Spitze hier zu euch zeigt. Und dann faltet ihr einmal diese Spitze genau auf die gegenüberliegende Spitze. So faltet ihr das Blatt im Grunde in der Hälfte durch, bis ein Dreieck entsteht. Jetzt kommt der Witz. Ihr macht es einfach wieder auf. So. Und dreht das rum, dass die andere Spitze zu euch zeigt und die Linie auf euch zeigt. Und jetzt macht ihr dasselbe. Ihr nehmt diese Spitze und faltet die auf die andere Spitze wieder. Hier immer wichtig, die Kanten gut nachziehen, dass das auch gut hält. Und jetzt macht ihr es wieder auf. Jetzt dreht ihr das. So, könnt ihr auch so lassen, eigentlich ist egal. Hauptsache, die Spitze liegt wieder bei euch. Und ihr faltet jetzt diese Spitze nicht nochmal so, das hatten wir ja schon, sondern in die Mitte rein. Hier ist nämlich eine Mitte von diesem Linienkreuz. Da faltet ihr die Spitze drauf, so, dass die in der Mitte ist. Hier wieder glatt ziehen, sieht das so aus. Und das macht ihr jetzt mit allen anderen Spitzen auch. Also diese Spitze in die Mitte falten, so, diese Spitze in die Mitte falten, so, schön immer nachziehen. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie ein Brief, wird aber keiner. Jetzt die letzte Spitze, so, jetzt haben wir wieder ein Viereck. Und es hat jetzt hier solche Zacken. Jetzt drehen wir das auf den Kopf, dass die Zacken unten sind. So. Und machen dasselbe nochmal. Und da ist ja wieder eine Mitte vom Kreuz. Da falten wir jetzt die anderen Spitzen hin. Die eine, die andere. So. Ja, immer schön glatt ziehen. Die Nummer 3. Zack. Und die letzte. Damit machen wir den Brief hier auch wieder zu. So, jetzt haben wir wieder ein Viereck. Und jetzt, wenn man das umdreht, haben wir sogar ein Viereck mit 4 Vierecken innen drin. Ziemlich cool. Aber da fehlt noch was. Denn das legen wir jetzt mit den Spitzen nach oben hin, drücken die Spitzen schön runter und falten das Blatt jetzt in der Mitte durch, in der Hälfte. Nicht Spitze zu Spitze, sondern lange Seite auf lange Seite. So, aufmachen wieder. Einmal rumdrehen und die andere Kante daneben auch rüberfalten. So. So sieht es jetzt aus. Jetzt kommt der schwierigste Part. Man legt die Finger hier auf die Linie und schiebt das so zusammen. Wenn das ein bisschen schwierig ist, hilft euch bestimmt die Mama. So, bis alle 4 Spitzen an der Seite in die Mitte kommen. Jetzt sieht es so aus. Ein bisschen festdrücken mal, dass das auch wieder gut hält. So. Und dann habt ihr so ein komisches Ding. Und da sind jetzt diese Spitzen, die kann man hier an der Seite aufziehen. Und die zieht ihr jetzt raus. 1, 2, 3 und die letzte. Und man sieht schon, es geht in die richtige Richtung. Jetzt haben wir so ein cooles Teil. Und jetzt zeige ich euch, was man damit Cooles machen kann. Ich habe hier einen, den habe ich schon angemalt. Das dürft ihr nämlich auch. Ich habe hier ein Gesicht drauf gemalt. Und ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Frosch oder vielleicht wie eine komische Echse. So, und jetzt kann man die Finger hier hinten reinlegen. Pro Schachtel einen Finger. Und man kann es bewegen. Achtung. Da kann nämlich der Frosch reden. Und das Spiel ist jetzt, dass eine Seite zum Beispiel ein Frosch ist und die andere Seite ist irgendwas Cooles, ein Gewinn. Zum Beispiel, ich habe das jetzt mit Glitzer angemalt. So, jetzt habe ich den Frosch in der Hand und jemand muss eine Zahl sagen. Zum Beispiel sagt ihr jetzt die Zahl 3. Dann muss ich das 3-mal auf und zu machen. 1, andere Richtung, 2, 3. Da guckt euch der Frosch an. Habt ihr leider verloren. Nehmt nochmal eine Zahl, zum Beispiel die 6. Jetzt machen wir 6-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, jetzt habt ihr das Glitzer. Damit habt ihr gewonnen. So geht das Spiel. Ihr könnt natürlich auch
da irgendwas anderes reinmachen, wie Herzchen oder einen Bibelvers reinschreiben oder ich hab dich lieb und auch der Oma schenken oder dem Opa. So geht's. Und ich bastel jetzt noch ganz viele. Ich glaube, das wird mein neues Lieblingsspiel. Los geht's.